Mein Name ist Hikmet Özal von Firma Grundfos und ich möchte heute mal die Kondensatpumpe Conlift 1 von Grundfos vorstellen. Was zeichnet diese Pumpe aus? Und zwar haben wir 4 Zulaufmöglichkeiten an jeder Ecke 1. Das sind aber keine einfachen Zuläufe wie bei jeder herkömmlichen Kondensatpumpe. Ich habe an jedem Zulauf bei uns ein Sediment- und Geruchsverschluss. Nur das reine Kondensat, was in den Tank reinkommt, wird über ein Siphonprinzip abgefördert. Ich habe die Möglichkeit, innerhalb von Sekunden meine Motoreinheit auseinanderzunehmen, und zwar über die 2 Schnappverschlüsse, die ich rechts und links habe. Ich habe die Motoreinheit innerhalb von Sekunden auseinandergenommen und im Übrigen auch die Möglichkeit, die Motoreinheit 180 Grad zu drehen. Falls ich bei der Wandmontage nämlich den Druckanschluss nicht hier, sondern auf der anderen Seite haben möchte, habe ich die Möglichkeit, die Motoreinheit ganz einfach zu drehen. Ich wollte aber nochmal etwas zum Behälterinhalt sagen. 2,4 Liter Behälterinhalt, 0,9 Liter Nutzvolumen. Warum erwähne ich das? Wenn die Pumpe einmal anfängt zu fördern, fördert die mal eben 1 Liter Kondensat weg. Das ist viel. Und ich kann viel erzählen über Zahlen, Daten, Fakten. Wichtig ist zu wissen, dass diese Kondensatpumpe einzusetzen ist für Brennwertanlagen bis 200 kW. Und damit habe ich 90% der Anlagen innerhalb der Bundesrepublik abgegolten. Wir haben verlängerte Standfüße gebaut, die den Schwimmerschalter immer im geschützten Bereich halten. Das heißt, ich habe nicht die Möglichkeit, während der Wartung die Pumpe aus Versehen zurückzumachen, weil unser Schwimmerschalter hängt nicht frei in der Luft rum, sondern wird durch die verlängerten Standfüße geschützt. Und im Übrigen, schauen Sie mal, wie leise die Pumpe in Betrieb ist. Sie sehen hier vorne ein bisschen Zubehör. Ich habe neben dem Befestigungswinkel Abstandhalter. Warum erwähne ich das? Ich habe die Möglichkeit bei der Wandmontage, wenn ich eine alte schiefe Wand wie hier vorne habe und habe mich für die Wandmontage entschieden, habe ich die Möglichkeit durch dieses Zubehör, die Befestigungswinkel und den Abstandhalter hier vorne, habe ich einfach die Möglichkeit, die Pumpe zweidimensional auszurichten. Zweidimensional bedeutet von rechts und nach links oder von vorne nach hinten. Sie sehen hier das Zubehör im Lieferumfang. Serienmäßig mit enthalten, neben den 6 Meter PVC-Schlauch und Befestigungswinkel habe ich nämlich das DN40er HT-Nippel im Lieferumfang mit dabei. Warum erwähne ich das? Das ist auch wichtig, weil wir machen die Erfahrung, die ist bei vielen Marktbegleitern nicht im Lieferumfang mit dabei. Bei uns ist diese Tutto Completo serienmäßig im Lieferumfang mit dabei. Da zahlt man woanders auf dem Markt auch noch einmal 4 bis 7, 8 Euro auch noch einmal hinzu. Kondensatpumpe Conlift 1 von Grundfos. Vielen Dank fürs Zuhören.